Komm mal her, Süße. Oh, sie ist so toll. Stopp! Da sage ich ihr, sie ist so toll und die haut ab. Blöd, Mann. Gut. Auch auf nach Rivershine. Jetzt haben wir eigentlich so viel Geld, jetzt könnten wir uns eigentlich auch diesen Pasture kaufen. Wie war es? Lupin Meadows ist da hinten, ne? Ja. Oder Lupin Meadow. Ich sag mal Meadows. Ich weiß auch nicht warum. Das ist ein paar Überlegungen anzustellen. Magst du uns dran teilhaben lassen oder sind es zu private Überlegungen? Hat das eigentlich auch schon mal jemand geschrieben bei, bei Eloise, dass es cool wäre, wenn man das irgendwie angezeigt bekäme? But the statue's shine fades away. Okay, Perfect Jasmine hat 5% Speed bekommen. Also sie hat hell genug geleuchtet. Also 5% ist halt auch schon nice, ne? Guck mal, jetzt hat sie 65. Die ist jetzt halt wirklich, die ist schon ziemlich weit. Die ist echt recht weit. Oh, ich drücke immer auf Escape, wenn ich auf die Karte will. Total blöd. Sie sind privat, aber nicht zu privat. Ja, weißt ja, alles kann, nichts muss, wenn du drüber quatschen möchtest. Oh, ich sitze hier irgendwie auf einem... Auf was sitze ich denn hier? Ach schön, ein Kabel. So. Ey, warum habe ich das nicht direkt gemerkt, dass ich mich auf ein Kabel gesetzt habe? Na gut. Und wo ist nochmal... Ach nee, das ist in Lupin Meadows, wo ich das Saatgut kaufen kann. Das würde ich ganz gerne nochmal kaufen. Ich habe schon Ewigkeits mehr gefunden. Es geht darum, ob ich mich für einen Job bewerbe, wo ich vermutlich noch etwas Vitamin B hätte. Allerdings müsste ich definitiv quer durch die Schweiz umziehen, früher oder später. Allerdings wäre ich dann näher an Deutschland. Naja, ist ja auch nicht das Schlechteste. Ach, guck hier, Speed Training Arena. Sieht aus wie eine Rennbahn. Ist auch cool. So, zu Aisha muss ich einmal. Aisha. Aisha, Lekon. Temoir. Ich habe keine Ahnung, was sie singen. Ich weiß es nicht. Wo ist sie denn? So, jetzt muss ich gleich mal gucken, was ich überhaupt im Herbst anbauen kann. Löhle, Shop. All Warm Seasons, das Orchard Grass. All Warm Seasons, das müsste dann doch... Ja, was sind denn alle außer Winter? Alfalfa Hay, Oat Seeds. Corn grows in Fall. Da könnte ich mal 8 von kaufen. Milo könnte ich auch mal 8 von kaufen. Ja, komm, passt. Ey, manchmal verstehe ich das nicht, warum ich das hier anklicken kann und dann wieder nicht.
Das ist schon verglichen. Ich hätte am neuen Job auch weniger Steuern zu zahlen, außer ich würde in dem Job so viel bezahlen, so viel verdienen, dass ich eine andere Progression bekäme. Ah, habt ihr in den unterschiedlichen Kantonen in der Schweiz unterschiedliche Steuerstufen? So, was wächst da? Orchard Grass. Oh, und wir haben Orchard Grass Seeds bekommen. Uhuhuhu. Wollen wir mal gerade noch nach. Ach, Pine Forest kommt man über unsere. Über die Rivershine Range, ne? Ja, lasst uns das gerade mal noch ausnutzen, dass wir jetzt noch einen langen Tag haben. Und dann kaufe ich den. Ach, mit einem Mal Saatgut habe ich jetzt ein komplettes Feld bestellt. Das war aber auch nicht von vornherein immer so, oder? Oder bekam ich aus einem Feld
Echt, das war schon immer so. Oder bekam ich aus einem Feld immer nur... So, dann packe ich hier jetzt das Milo hin. Mehr Felder habe ich nicht. So, hier war dann mal Settings. Daily. Echt? Daily Speed ist schon auf Normal. Und ich könnte noch Slow und Very Slow einstellen. Okay. Okay. Dann kann ich aber fast mal auf Fast einstellen. Wobei, nee, mache ich jetzt nicht. Wenn doch eine Herde kommt, dann wird es vielleicht ein bisschen eng von der Zeit. Oh ja, Daumen sind gedrückt, Linali. Hi, Shinra. Oh ja. Nein, doch nicht. Legendary Auction. I'm so pleased to share with you that we now have legendary horse vendors in attendance in the auction house. You've successfully won enough competitions to bring Rivershine to their attention. I hope to see you soon to celebrate. Wow, okay, krass. Es gibt jetzt legendäre Pferde im Auktionshaus. Wir haben es geschafft, durch unsere Gewinne in den Turnieren so viel Aufmerksamkeit auf Rivershine zu ziehen, dass die Händler gekommen sind. Juhu! Genau, früher schlafen gehen geht immer. Oh ja, I saw some signs that wild horses have been roaming in Lupin Meadow. I thought you might want to have a look. Good luck, let me know if you catch one of them. Okay, also Lupin Meadow ist es bei mir auch an Tag 3. Dann wird wahrscheinlich das erste gleich sein bei jedem und danach wird es dann random sein, vermute ich. Aber wisst ihr, was ich mir mit am meisten wünsche? Mehr Ausrüstung für die Pferde und mehr Kleidungsmöglichkeiten und Frisuren und sowas für den Charakter. Wo ist jetzt eigentlich die... Ah, das ist Retirement Pasture, okay. Hä, warum läuft denn Air Cricket da hinten rum? Warum ist denn der auf einer anderen Weide? Ach so, der kann hier einfach durch. Ja gut. Dann ist das halt so. Ich finde, ich möchte mit Rain da hinten hin. Sie verliert ja keine Energie oder so, wenn ihr mit ihr reiten, wenn sie fertig trainiert oder ja, wenn, ja, nee, tut sie nicht. Aber auch die Legendary Horses, wie teuer ist das jetzt? Also wir müssen ja sowieso in die Stadt, wenn wir nach Lupin Meadow wollen. Von daher gucken wir auch bei der Madeleine mal vorbei. Ich fürchte, das wird jetzt wahrscheinlich zu teuer sein. Ich habe tatsächlich nur noch ausgelevelte Pferde. Ich habe kein einziges Pferd mehr, was ich trainieren kann. Deswegen wird es jetzt auch Zeit für ein Wildpferd. Dann gucken wir mal, ob die Madeleine schon da ist. Settlery ist closed und sie drückt sich da schon die Nase platt am Schaufenster. Das könnte auch ich sein. Ist sie schon da? Nein, sie ist noch nicht da. Ich glaube, die kommt jetzt gerade. Da hinten steht sie. Nein, sie geht gerade wieder ins Haus. Och, Madeleine. Wir wissen, wie teuer die Pferde sind. Komm raus. Ich komm rein. Die Frisur von ihr hätte ich zum Beispiel gerne. Shop. Hä, muss ich das nicht kaufen?
Ach doch, das ist eine Quest. We finally made it to the legendary horse vendors. Wir haben es endlich geschafft, dass die Verkäufer der legendären Pferde bei uns sind. These are the best horses you'll ever be able to purchase. Das sind die besten Pferde, die du jemals kaufen kannst. But they might not be the best horses you'll ever have. Aber es sind vielleicht nicht die besten Pferde, die du jemals haben wirst. To maximize their potential, you'll have to train them and you might even have to pass on their skills to new foals. Ja, um ihr Potenzial zu maximieren, musst du sie trainieren und du musst ihre Fähigkeiten an die Fohlen weitergeben. And those foals will have a chance of becoming the best champions Rivershine has ever seen. Und diese Fohlen haben das Potenzial, die besten Pferde zu sein, die Rivershine je gesehen hat. Wie teuer ist das jetzt? Oder sind die jetzt einfach da? Okay, Leute, wir gucken einfach mal. Aber ich hätte genau gerne die Frisur, die sie hat. Das wäre cool. Und ich würde gerne meinem Charakter eine Brille verpassen. Ich bin echt gespannt, was da noch so alles kommt. Hui! Ach, ich kann hier gar nicht runterjumpen. Da kann ich aber runterjumpen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß auch gar nicht, was da für Farben bei sein können.